Ich bin der Primitive einer neuen Kunst. Louis-Auguste Cézanne, ein gebürtiger Piemonteser, hat es vom Hutmacher zum äußerst wohlhabenden Bankier in Aix-en-Provence gebracht. Er kauft ein Haus in einem Park am Ausgang der Stadt, den Jardin de Buffon. Damals ist sein Sohn Paul 20 Jahre alt. Zur Ausschmückung des elterlichen Salons entwirft der junge Maler eine Allegorie der vier Jahreszeiten. Im Hintergrund des Bildes der Herbst ein Berg. Bei mehreren Aufenthalten in Paris findet Cézanne seinen besten Jugendfreund aus Aix wieder, Émile Zola. Er malt Porträts, Stillleben und kopiert Delacroix im Louvre. Er kehrt regelmäßig nach Aix zurück und malt dort Landschaften in dichten Farben. Im Hintergrund des Panoramas gelegentlich die Silhouette eines Berges. Zu seinen Sujets gehören auch rätselhafte Szenen, Orgien, Bacchanalien, Morde. Ein Gemälde für Zola. Pluto entführt Proserpina in die Hölle. Im Hintergrund ein Berg mit dem Spachtel herausgearbeitet. Ein Industriegebiet in der Nähe von Aix. Dahinter die blaue Linie des gleichen Massivs. Diesmal handelt es sich erkennbar um den Saint-Victoire, den Berg, der sich vor Aix erhebt. François Marius Granet malt zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Berg mit einer Hartnäckigkeit, die einen Vorgeschmack gibt auf Cézannes Obsession. Im Musée Granet, dem Kunstmuseum von Aix, hat Cézanne diese Bilder gesehen. Vor 60 Millionen Jahren waren hier nur Meere, Lagunen oder Moore, die sich nach und nach verfestigt haben. Die so entstandene Kruste bricht auf, wirft Falten, steigt hoch in den Himmel. Die Kalksteinfalten werden brüchig, erodieren. Es entsteht ein Massiv von 12 Kilometern Länge. Einfall der Teutonen, der Kimbern, Rückeroberung des Landes durch Cäsar, Zitadellen, obskure Schlachten. Der Name soll von einem Sieg des Marius über die Teutonen im Jahre 102 herrühren. Manche meinen, er sei vielmehr eine Abwandlung von Venture, der Gottheit des Windes. Im 17. Jahrhundert lässt ein Kaufmann aus Aix die Kapelle des Mont Venture restaurieren und nennt sie Notre-Dame de Victoire. Der Berg heißt von nun an Saint-Victoire. Der Volksglaube hat Grotten und Schluchten mit Märchenwesen bevölkert. Ganz in der Nähe eines der Gipfel soll die Garagai-Höhle den Krater eines Vulkans darstellen, der von Zeit zu Zeit erwacht. Marius soll 300 teutonische Gefangene dort hineingestoßen haben. In Paris ist Cézanne Hortense Fiquet begegnet. Sie lassen sich in Estac bei Marseille nieder. 1872 wird Hortense ihm einen Sohn schenken, Paul. Er kehrt oft nach Aix zurück. Seine Liaison verheimlicht er dem Vater. Die Eisenbahn kommt auf. Einen Durchstich ganz in der Nähe des Jardin du Buffon gibt der empfindsame Maler als blutrote Narbe wieder. Erhaben über der Landschaft die durch den Bahndurchstich entstandene Lücke ausgleichend der Saint-Victoire. Im Lauf der folgenden Jahre arbeitet Cézanne in Pontoise und Auvers-sur-Oise mit Camille Pissarro zusammen. Pissarro führt ihn in die Malerei im Freien ein. Er lehrt ihn, seine Leidenschaften zu zügeln, indem er sich dem Motiv stellt. Der Maler entwickelt das Thema der Badenden, eine impressionistische Erinnerung an die Badevergnügen im Arc mit seinen Jugendfreunden Émile Zola und Baptiste Bay. In diesen Kompositionen, die Cézanne in Serie bis zu seinem Tod verfolgt, auch immer wieder der Berg. Er widmet mehrere Bilder dem hochgelegenen Dorf Gardanne im Süden von Aix, wo er eine Zeit lang mit Hortense und dem kleinen Paul lebt. Er erforscht auch die kleinen Orte um den Saint-Victoire.
Von Süden gesehen wirkt der Berg wie eine regelmäßige Felswand, in der sich die mineralischen Schichten der Landschaft wiederholen. Begrenzte Farbpalette, Nüchternheit, Schlichtheit der Linien. Cézanne entwickelt einen neuen Stil, eine Art Primitivismus. Cézanne lässt sich im Jas de Buffon nieder. Er hat sein Verhältnis mit Hortense durch Heirat geregelt. Sein Vater stirbt und hinterlässt ihm eine solide Erbschaft. Stillleben. Er malt vor allem im Freien und häufig im Park. Im Hintergrund in flüssiger Pinselführung der fahle Himmel und die blaugraue Silhouette des Saint-Victoire. Der Gipfel verdeckt durch eine Baumgruppe. Der Berg noch sehr fern, wie etwas Verbotenes. 1886. Solar veröffentlicht das Werk, einen Roman, in dem er einen genialischen, aber gescheiterten Maler schildert, der sich schließlich das Leben nimmt. Der Schriftsteller hat sich inspirieren lassen von Monet, aber vor allem von seinem Jugendfreund Cézanne. Es kommt zum schmerzhaften Bruch einer 30-jährigen Freundschaft. Der schüchterne Maler, der es hasst, von Neugierigen gestört zu werden, der als exzentrisch gilt und in Aix nicht sehr geschätzt wird, will an abgelegenen Orten arbeiten. Eine seiner Schwestern erwirbt ein großes Grundstück knapp 2 Kilometer südlich des Jas de Buffon. Cézanne malt das Gehöft von Bellevue mit Taubenschlag. Hier nimmt er auch mehrere Ansichten des Saint-Victoire in Angriff. In den nächsten 20 Jahren werden zahlreiche weitere folgen. Der Berg, gesehen von etwa 10 verschiedenen Standpunkten in der Umgebung von Aix-en-Provence, alle im Westen gelegen. Motiv. Das Wort erinnert an Stoffmuster, an Musik, also an Wiederholung. Aquarelle, 36 Gemälde, die heute in zahlreichen Museen der Welt zu finden sind. Amsterdam. Aus diesem Blickwinkel nimmt das Massiv die Form eines stumpfen Dreiecks an. Die Landschaft ist leer, in regelmäßige, kompakte Einheiten aufgeteilt. Eine rosa Wolke mit weiblichen Formen. Philadelphia, Barnes Foundation. Durch Verlagerung seines Standorts in die weiter unten gelegenen bebauten Felder lässt Cézanne den Berg und die Hügel höher in sein Blickfeld rücken. London, Sammlung Berggrün. Die einheitlichen Flächen sind aufgehoben zugunsten eines Amalgams aus kleinen, parallel gesetzten Strichen. Edinburgh. Etwas weiter südlich von Bellevue in Montbrillant verlängert sich das Plateau durch einen bewaldeten Hügel, der das Arktal überragt. Paris. Cézanne malt das Tal von einem erhöhten Punkt des Hügels, einer terrassenförmigen Zisterne, deren Rand er abbildet. Rechts überquert der Eisenbahnviadukt den Arc in einem weiten Bogen Richtung Aix, das links hinter den Bäumen liegt. Cézanne ist fasziniert von der Krümmung dieses Viadukts, das aus diesem Blickwinkel von vorn gesehen und deshalb fast geradlinig wiedergegeben ist. Cézanne arbeitet das Relief nicht mehr nach klassischer Methode durch Modellierung von Licht und Schatten heraus,
Er setzt vielmehr rechteckige Pinselstriche als Module nebeneinander, wodurch der Effekt eines Wandteppichs erzeugt wird. Es geht nicht mehr um Modellieren, sondern um Modulieren. Der Maler stimmt seine Töne nach und nach gemäß der inneren Logik des Bildes aufeinander ab, von daher seine berühmte Langsamkeit. Wenn ich zu hoch oder zu tief ansetze, ist alles verdorben. Es darf keine einzige lockere Masche geben, kein Loch, durch das die Erregung, das Licht, die Wahrheit entschlüpft. Ich lenke meine Leinwand in allen Teilen gleichzeitig. Ich bringe im gleichen Antrieb, im gleichen Glauben alles miteinander in Beziehung, was auseinanderstrebt. Links eine alleinstehende, ein wenig gekrümmte große Pinie. Sie findet sich auf mehreren Zeichnungen, Aquarellen und Bildern wieder. New York. Der Maler ist den Hügel herabgestiegen und hat sich der großen Pinie genähert. Aus diesem Blickwinkel nimmt er den Baum als gerade wahr. Das Wichtigste bei einem Bild ist die richtige Entfernung. Der Baum ist etwa 30 Meter entfernt, das Örtchen Beauval etwas mehr als einen Kilometer, das Zentrum des Viadukts 3 Kilometer, der Hügel Grand Carme 7, der Kamm des Sangles 11 und die Gipfel des Saint-Victoire 13 Kilometer. In Wirklichkeit ist die Landschaft also tief, eher leer, und das maßvolle Relief des Berges lenkt den Blick in die Ferne. Aber aus der Sicht des Malers scheint diese Landschaft weniger tief und gleichzeitig sehr viel dichter. Denn Cézanne spielt mit dem Baum, holt die Nähe heran, vergrößert ihn, lässt ihn durch die verschiedensten Kunstgriffe präsenter wirken. Zum Beispiel stellt er Verbindungen zwischen unterschiedlichen Räumen her. So wie der Viadukt die beiden Seiten des Argtals miteinander verbindet, verschweißen der Baumstamm im Zentrum und die dunklen Massen der Zweige den Vordergrund der Landschaft mit dem Hintergrund. Die Fluchtlinien, die die Tiefe deutlich machen könnten, sind aufgehoben. Mehrere Diagonalen, die das Bild nach links polarisieren, verringern noch zusätzlich den Tiefensog. Und schließlich antworten die Formen aufeinander. Die geschwungene Straße wirkt wie eine Spiegelung der Bergwölbung. Den Pinienzweigen, die dem Auge des Betrachters nahe sind, entsprechen die fernen Hänge. Cézanne hat sich also des Berges und der Hügel bedient, um seine Landschaft abzuschließen und einzuhüllen, die aggressive Kraft ihrer Achsen zu vermindern, sie zu stabilisieren und eine autonome Welt daraus zu machen, deren Elemente sämtlich plastisch miteinander verbunden sind. Ein vereinheitlichter Raum, Gleichgewicht der Linien, Massen und Farben. Cézanne steht in der Tradition von Malern, die er am meisten bewunderte und bei denen gerade der Berg häufig eine wesentliche Rolle spielt. Ich will Poussin nach der Natur erneuern. Es geht nicht um eine Rückkehr zur Ordnung des großen Jahrhunderts, zu den alten Techniken der Illusion und der Wiedergabe der Stoffe, sondern um einen neuen Klassizismus, in dem Motiv und Wahrnehmung miteinander verbunden sind. Cézanne malt seine Landschaften unter Ausblendung von Geschichte, Anekdoten, Pittoreskem und selbst von Figuren. Nur in der Landschaft des Saint-Victoire scheint sich im Vordergrund eine gebeugte Gestalt auf der Straße zu bewegen. Washington Phillips Collection. Weiter unten am Rand des Pinienwaldes die gleiche Landschaft. Die Krümmungen der Zweige und der Bergrücken verbinden sich nach Art japanischer Grafiken. London, Institut Courtauld. Die Saint-Victoire-Bilder sind also eine Serie. Aber Cézanne versucht nicht, wie Monet zur gleichen Zeit, dem Wechselspiel des Lichts Rechnung zu tragen. Für Cézanne ist die Landschaft des Saint-Victoire sicherlich zunächst ein formales Experiment. In den Raum eindringen, ihn in seinen kleinsten Parzellen analysieren, nach impressionistischen Prinzipien und ihn gleichzeitig in einer neuen architekturalen Ordnung wieder aufbauen. Aber dieses Experiment wäre unvollständig gewesen, wenn Cézanne nicht auch versucht hätte, nicht das zu übertragen, was er sah, sondern das, was er empfand.
Beim Maler gibt es zwei Dinge, das Auge und das Gehirn. Beide müssen einander unterstützen. Man muss an ihrer wechselseitigen Ausbildung arbeiten. Am Auge mittels Studium von der Natur, am Gehirn mittels logischer Ordnung der Sinneseindrücke. Dies schafft die Ausdrucksmittel. Die Sinneseindrücke logisch ordnen, das heißt sich einlassen auf ein regelrechtes geistiges Experiment. Cézanne betrachtet das Motiv mit jungfräulichem Blick. Er sieht in winzigen Abstufungen. Er zerlegt seine Wahrnehmungen. Jeder kleine Pinselstrich konzentriert plastische Sehweise, Wahrnehmung und Erinnerung. Daneben reines Denken, Suche nach dem verborgenen Sinn der Natur. Der Pinselstrich zementiert die Welt, gibt ihr eine Struktur, vielleicht einen Sinn. Moskau. Schließlich bleibt der Maler am Fuß des Hügels stehen. Der Platzwechsel der Staffelei hat die Landschaft grundlegend verwandelt. Auf einem Plateau, das am Ausgang von Aix, dem Berg, vorgelagert ist, liegt der Steinbruch von Bibimus. Cézanne mietet dort eine Zeit lang eine kleine Hütte. Der Maler begeistert sich für die Kontraste zwischen den warmen Farbtönen des Felsens und den kalten des Laubwerks und des Himmels. Schluchten, Höhlen, rätselhafte Schründe, merkwürdige Formen, formlose Fragmente. Und immer wieder der Berg. Baltimore. Der Berg wirkt wie plötzlich aus der gelben Steilküste herausgewachsen. Der beunruhigende Riss zeugt von seiner Entstehung. Und um den Rahmen verteilt ist die Farbpalette von großer Lebhaftigkeit, kontrastiert aufs Heftigste die Komplementärfarben Orange und Blau, Rot und Grün, Gelb und Violett. Der Gipfel, der sich aus diesem gigantischen Widerstreit erhebt, ist nicht mehr wie bei Poussin das Postament der Götter, er ist selbst zu einem Gott geworden. In dieser Zeit lebt Cézanne allein, ein Einsiedler, getrennt von Frau und Sohn, die sich meist in Paris aufhalten. Einer seiner beliebtesten Standorte ist die Rue de Tolonnay, eine kleine Landstraße, die Aix mit den südlichen Bergdörfern verbindet. Cézanne malt am Straßenrand, etwa 100 Meter entfernt von zwei großen Pinien, die auf alten Fotografien zu sehen sind. Sankt Petersburg. Der Berg füllt die Leinwand aus. Ein Haus, zerbrechlich klein, als Hinweis auf Leben gegenüber der unerschütterlichen Masse des Saint-Victoire. Und die gekrümmte Straße, die einlädt, sich in dem Berg zu verlieren. Einem Berg, dessen Abhänge steiler wiedergegeben sind. Cleveland. Die gleiche Straße, die gleichen Pinien. Die Natur zu lesen heißt, sie durch den Schleier der Übersetzung in Farbflecken wahrzunehmen, die gemäß einem Gesetz der Harmonie aufeinander folgen. Von der Rue de Tolonnay zweigt links ein Weg durch den Pinienwald hinauf zum Château Noir ab, einem großen verfallenen Gebäude mit hohen neugotischen Fenstern. Dort mietet Cézanne einen Raum, um sein Material und seine Leinwände unterzustellen. Wechselspiel fahlroter und kalter Farben. Rhythmen aus Vertikalen und Diagonalen, mystische Meditation eines Einsiedlers angesichts der Natur, Irrfahrt in der Wüste. Ich arbeite hartnäckig. Ich sehe das gelobte Land vor mir. Wird es mir ergehen wie dem großen Führer der Hebräer oder werde ich es betreten können? Tokio. Das Auge ist mit einem Kontinuum flächiger, unruhiger Zonen konfrontiert und kann die Farben nicht zuordnen, die bald nah, bald fern erscheinen. Jede Farbzone ist in sich selbst komponiert aus zahlreichen, aneinandergefügten Modulen. Der Pinselduktus bringt zugleich einen Naturausschnitt, Tiefe, Schatten und Farbe hervor. Detroit.
Cross Point Shore, Michigan. Schließlich nur noch der Gipfel über nackten Reliefs, wie ein Hartkristall, komponiert aus üppigen Streifen zarter Farbtöne. Der Berg mit seinen Falten, seinen Schichten, in all seiner geologischen Evidenz. Paris. Aus den gleichen Blickwinkeln malt Cézanne auch zahlreiche Aquarelle. »1901 lebt Cézanne, durch Zuckerkrankheit und unermüdliche Arbeit früh gealtert, wieder im Zentrum von Aix. Auf den Höhen der Louvre im Norden der Stadt lässt er sich ein Atelier bauen. Dort malt er die meisten seiner letzten Stillleben. Inzwischen ist er berühmt. Junge Maler kommen ihn besuchen.« Ich schulde Ihnen die Wahrheit über die Malerei und ich werde sie Ihnen sagen. Einige hundert Meter vom Atelier entfernt hat man einen weiten Blick über die Landschaft und auf den Berg. Cézanne bei der Arbeit an einem seiner Saint-Victoire, von den Louvre her gesehen. Er wird davon zahlreiche Fassungen anfertigen, in Aquarell und in Öl. Der Südabhang steil, die Nordseite mit sanftem Gefälle. Ein regelmäßiges Prisma, dessen Perspektive sich verjüngt. Auf die Leinwand übertragen ergibt dieses komplexe Volumen ein rechteckiges Dreieck. Ein mystisches Dreieck, ein magisches Zeichen, das als einziges überlebt in einer verwüsteten Landschaft. New York, Perlman Collection. Die Farbwahrnehmung hat die wohlgeordnete Pinselführung zum Explodieren gebracht. Die ausufernde, flammende Energie der Farbe löscht die Objekte aus, vereint Erde und Himmel, Tag und Nacht. Zürich, Museum. Ein grauer, überall sichtbarer Untergrund macht sich in großen, allzu hellen Flächen bemerkbar, als ob der Maler seine Pinselführung in diesem Bild nicht mehr zu bändigen verstünde. Einbruch des Diskontinuierlichen. Zürich, Sammlung Bührle. Philadelphia, Museum. Philadelphia, Annenberg Collection. Die Konturen sind nach und nach aufgehoben. Die Volumen werden beweglich, sie vibrieren. Kansas City. Violett, Grün, Ocker und Blau. Brutalität der Kontraste. Drohende Katastrophe. Moskau. Das Grün hat den Himmel erobert. Die Landschaft ist nur noch eine chaotische Explosion kriegerischer Pinselstriche. Ocker- und Grüntöne stoßen aufeinander. Ein Schlachtfeld, gefurcht von lavendelfarbenen Pinselstrichen, die vom Berg herabgefallen scheinen. Finsternis, die den Raum verschlingt. Basel, Museum. Ein vulkanischer Berg, ein Universum in Aufruhr. Das Gemälde ist nicht länger ein Bild, sondern eine Welt für sich, gestaltet aus ihrer eigenen Logik. Es ist autonom geworden. Der Raum hat keine Grenzen mehr. Er ist vielgestaltig, unendlich. Er macht Angst. Die grenzenlosen Dinge in der Natur ziehen mich an. Basel, Sammlung Beyeler. Thank you.
eines Tages bei der Arbeit am Motiv fällt ein kalter Herbstregen. Ein Wäschereibesitzer findet den bewusstlosen Maler, bringt ihn in seinem Karren nach Hause. Cézanne steht wieder auf und malt seinen Gärtner. Ein paar Tage später stirbt er. Saint-Victoire. Die Miniaturwelt des Stilllebens ist selbst Reflex des Berges. Wege, Steigungen, Kanten, Abgründe, Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Die steifen weißen Falten der gestärkten Tischwäsche verweisen auf die Kalk- und Marmorfalten des allgegenwärtigen Massivs, das im Vergleich zum menschlichen Leben nahezu unvergänglich ist. Die geologischen Schichten sind wie die Schichten des Gedächtnisses. Einzig die Geologie hält die Zeit an, versteinert sie. Aber in dieser Unbeweglichkeit stecken noch die Turbulenzen der Erde, Konvulsionen, Chaos, Eruptionen. Und vielleicht kehrt der Maler mit dem Berg zur Wildheit seiner Anfänge zurück. Der Mord findet in tiefster Nacht statt, an den Hängen eines dunklen Berges. In der Entführung ist das Massiv mit den steilen Abhängen der Höllenschlund zu dem Pluto Proserpina verschleppt. Der Berg mit seinen Abgründen, seinen Schluchten, seinen Höhlen wurde also zunächst wie ein weibliches, schwarzes Universum wahrgenommen. Ein Gemälde von 1875-77, das ewig Weibliche, zeigt eine nackte Frau, überwölbt von einem Baldachin, die von männlichen Vertretern aller Stände und Professionen umlagert wird. Im Hintergrund ein Maler, auf seinem Bild nur eine einzige schlichte Form, die Form eines Berges. Aber die dunkle Seite hat ihr helles, olympisches Gegenstück. Der Berg ist auch Prisma, strahlender Kristall, der das Sonnenlicht einfängt und den Maler nach und nach von seinem bösen Zauber befreit. Saint-Victoire. Heiligkeit gewonnen durch die Malerei. Sieg des Malers über die Bewohner von Aix, über die Jugendfreunde, die ihn verraten haben, über die anderen Maler. Cézannes Berg ist sein Olymp, sein Sinai, sein Fujiyama. Und mehr. Empedokles ist so fasziniert von dem Vulkan, dass er sich schließlich in den Ätna stürzt. Cézanne findet den Tod beim Malen seines Berges. Er gehört nur noch der Malerei, er ist nur noch Malerei, er identifiziert sich mit seinem Motiv. Er selbst ist zu diesem gewaltigen Kalksteinmassiv geworden, das sich erhebt und wieder abfällt, eine erstarrte Erdwoge und dennoch in Bewegung.